Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2, hier wieder auf den Dächern. Da hinten ist irgendwie Alarm und in der letzten Folge haben wir unter anderem gegen Herman gekämpft, was wir eigentlich nicht machen wollten. Jetzt sollen wir für die Aufgabe als nächstes zum Wasserturm gehen. Ich denke mal, der Alarm ist auch, glaube ich, auch, weil es dunkel wird bald, oder? Naja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rüber. Wir sind ja direkt hier in der Nähe tatsächlich. Wir haben beim letzten Mal nämlich auch aufgehört gehabt, deswegen sind wir jetzt an einer anderen Stelle. Aber wir schauen mal, was uns da so erwartet. Und wem wir heute so aufs Maul hauen dürfen. Hoffentlich wieder einigen. Bist du ein Böser? Warte. Oh, ja. Oh, ein Zombie. Höher als ich dachte. Ne? Höher als ich dachte. So, so. Ich mach mal Licht an. Jetzt wird aber auch echt düster, ne? Oh, klopfen wir mal an. Verdammt. Oder schließen in Anführungszeichen auf. Kann man auch. Gut. Hey, was soll das? Sophie, Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Oh, Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Komm schon, Aiden. Der Turm ist vermint. Versuch die Sprengladungen zu entschärfen. Ja, warte, bevor wir das machen, erstmal looten. Ganz klar. Wenn das hochgeht, dann wollen wir ja hier wenigstens gelootet haben, ne? So. Okay, cool. Dann, drück. F. Hä? Achso, das sind mehrere, okay. Ja, gehen wir erstmal nach oben. Ja, super. Das läuft ja hier. So, jetzt. Genau. Gehen wir erstmal nach oben und dann schauen wir mal. Kommen wir da hinten irgendwie rein? Wenn ich hier so rumspringe. Nee, ist tatsächlich kein Griff dran. Da geht's auch nicht weiter. Dann schauen wir mal. Ah, da geht's rüber. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Hemmstoff gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Den gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Müssen wir dann gucken, wo der ist. Da geht's nicht durch. Ja, können wir wieder eintreten. Da ist noch eine Bombe. Perfekt. Ja. Da ist nur die an uns. Ganz schön eng hier oben. Da geht's auch nach oben. Okay. Aber hier ist besser. Jetzt müssen wir gucken, wo... Ach da. Okay, cool. Geht ja wie am Schnürchen. So, oh, muss es sein. Willkommen hier nicht lebend raus. Keiner wird das. Gib mir den Sprengzünder, Jack. Nein, wir wollten doch einfach nur Schutzgeld einsammeln. Jack, gib ihn zurück. Sie werden kriegen, was sie verdienen. Ich zünde der gleich nicht. Dann bin ich matsch. Und das Wasser ist gesichert. Ich warne dich. Na komm. Na komm, nimm, nimm. Ich will die Bomben loswerden, verdammt. Was sagt ihr überhaupt gerade? Klettern sie auf den Wasserturm. Okay, ganz normal. Ganz normal weiter. Na komm, zieh dich hoch. Jo. Und kurz Ausdauer regenerieren lassen. Guck mal, das geht auch so. Perfekt. Oh Gott, wie weit geht's denn da noch hoch? Soll ich da dran springen? Willst du mich verarschen? Oh Gott, das Ding wackelt auch noch wie Sau. Aber wir sind oben. Habe ich es doch noch geschafft. Okay, ich wollte einfach mal gucken, ob es hier irgendwie noch was gibt. Hallo! Vom Bazar oder die PKs. Die werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Scheiße, wir haben verloren, Mann. Wir haben verloren. Wir können nicht gegen alle kämpfen. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuerwerk. Keiner kommt hier lebend raus. Joe, ich will nicht sterben, du Arschloch. Hey, wer ist da? Na super. Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich.
Ja gut, wenn ich kämpfe, drücken die direkt. Warte. Ich hab die Bomben gefunden. Reden wir. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Wir jagen diesen verdammten Turm in die Luft. Ihr kapiert nicht. Es ist vorbei. Ich will, dass es vorbei ist und die Stadt sicher verlassen. Helft mir, dann helfe ich euch. Mach dir nichts vor, Jack. Niemand wird uns ihr Leben rauslassen. Schau, ich bin ein Pilger. Lasst uns das Teil einfach hochjagen. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Kapierst du es nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt, an einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von den Peacekeepern erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja, unter anderem vor Lukas, der ihn wegen Waffenhandel rankriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lukas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villador vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was? Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger. Zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ich werde euch... Niemals werde ich euch... Ich werde euch helfen. Oh Gott. Ja, dann kommt. Ich kann euch aus der Stadt bringen. Aber zuerst muss ich noch was anderes erledigen. Und neue Aufgaben. Versteckt euch irgendwo und wartet. Klingt ziemlich riskant. Wer wagt, gewinnt. Er lügt, Jack. Es gibt keine andere Chance. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Verdammt nochmal. Aber okay. Wir warten in den Tunnel auf dich in der Nähe vom Tango-Hotel. Wir schicken dir ein Signal, wenn wir dort sind. Gute Entscheidung. Jetzt gib mir den Sprengzünder, Jack. Wunderbar. Ja, gut. Dann haben wir jetzt wieder neue Aufgaben, glaube ich. Aber vielleicht haben wir damit Leben gerettet. Hoffentlich. Zerbrochene Flasche. Nein, das ist zum Ablenken. Okay, da ist nichts weiter. Dann, mach mal. Also was jetzt, Aiden, du Genie? Wer soll das Wasser kontrollieren? Oh. Oh, shit. Stadtausrichtung. Wenn Sie ein Gebäude den Peacekeepern oder den Überlebenden zuweisen, beginnen diese die umgebende Zone zu kontrollieren. Wenn eine Gruppierung eine Zone übernimmt, führt sie ihre Strukturen ein. Peacekeeper beginnen mit der Installation von kampforientierten Fallen, während Überlebende Parcourshelfer generieren, welche die Durchquerung einfacher machen. Je mehr Gebäude sie einer Gruppierung zuweisen, desto stärker wird sie, sodass sie noch bessere Gebäude errichten kann. Der jetzige Status der Stadtausrichtung kann über das Menükarte aufgerufen werden. Okay. Sehr schön. Also erstmal hier. Autofallen, Wasser für die Stadt. Generell. PKs kontrollieren Autofallen in allen von kontrollierten Zonen. Oder Ziplines. Überlebende platzieren Seilrutschen in allen von ihnen kontrollierten Zonen. Ja. Ich finde halt beides cool, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Ich glaube, ich werde erstmal das hier zuweisen. Machen wir. Ja, machen wir. Unter Druck. Sauber.
So, Sie haben die Zoom-Stufe der Stadtausrichtung freigeschaltet. Drücken Sie M, um die Karte zu öffnen. Drehe Mausrad zurück, um die Zoom-Stufe Stadtausrichtung zu... Ah, okay, hier haben wir es. Peacekeeper-Gebiet, Peacekeeper-Gebiet. Überlebenden-Gebiet. Abtrünnigen-Gebiet, okay. Alles klar. In der Zoom-Stufe Stadtausrichtung sehen Sie aktuell Stadtausrichtung, Stadtausrichtung... Jo, okay, das haben wir jetzt gesehen. Hier finden Sie die verschiedenen Stadtbelohnungen, die Sie erhalten, indem Sie die Zonen der Gruppierungen zuweisen. Um eine Zone einer Gruppierung zuzuweisen, entdecken Sie Ihre Gebäude, Wasserturm oder Stromwerk. Aktivieren Sie es und weisen Sie es der Gruppierung zu, die Sie unterstützen möchten. Ach, guck mal hier. Springen-Erbe. Ach, das sind die Dinger, okay. Was wäre denn hier das? Warte, Zipline. Oh, okay, das finde ich cool. Hier das wäre... Das ist natürlich auch ziemlich geil. Hakon. Aiden, wo verdammt nochmal bist du? Barney wusste, dass Lucas ihn gefangen nehmen wollte. Jack und Joe haben ihn gewarnt. Er hätte die Falle umgehen können und dennoch ist er hineingegangen. Dabei wurde Lucas getötet. Vielleicht sollten wir Barneys Versteck im Hotel Tango überprüfen. Ich sorge dafür, dass der Ort sicher ist. Ich muss noch Wachs kaufen. Tango. Wir haben fast keine Kerzen mehr. Gut, sieht schon echt ordentlich bewohnt aus, wenn ich mir das hier mal so angucke. Zumindest hier der Stadtkern. Bitte verschwinde, wegen dir fühle ich mich unwohl. Wegen mir? Ich box dich gleich. Okay, warte, wo müssen wir jetzt hin? Was sagt die Aufgabe? Wir müssen durchsuchen Sie Barneys Versteck nach Beweisen. Das ist, ach, da drüben. Ja, dann. Okay, das war dann ein bisschen riskant. Wunderbar, machen wir auch direkt. Muss was ausprobieren. Ja, cool. Hat funktioniert. Nice. Man kann also sich einfach fallen lassen und an die nächste Zipline gehen. Das ist doch wunderbar. Okay. Ja, da kann ich doch abrollen. Oh Gott, ich kann... Oh! Ja, das war doch zu hoch. Hoppala. Toll, die halbe Zeit springen wir so, dass wir uns nicht abrollen können, weil es nicht tief genug ist. Und jetzt ist es einfach viel zu hoch gewesen. Naja, egal. Ich wollte nur gucken, was passiert. Das war der einzige Grund. Nur gucken, was passiert. Oh, guck mal, hier können wir doch runter. Nein, natürlich nicht. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Aber wir können theoretisch... Ah, wobei, das ist ja auch direkt eine Winde hier. Komme ich davon hier ran? Nee. Okay, cool. Oh, shit. Wir haben ja noch Nacht. So viel dazu. Legen wir uns mal schnell hin. Oder sollen wir uns hinlegen? Ich meine, der ist jetzt weg. Vielleicht ist er später... Aber wobei, der wird eventuell wieder zurückkommen. Deswegen gehen wir lieber jetzt hin. Und gehen wir halt nur woanders lang. Warte mal, wir gehen erstmal hier das Dach runter. Also hier in die Richtung. Und dann gucken wir mal, ob es da... Oh, ob es da irgendwie einen Weg rüber gibt. Da ist wieder so ein Schreihals. Da ist ein Händler, okay. Hier können wir dann... Oder hier haben wir dann auch wieder eine Safe Zone. Im Fall der Fälle. Wir könnten theoretisch über die Laternen da gehen, aber die gehen auch nur halb. Was ist da los? Unbekannter Ort. Wo? Wer schreit denn da überhaupt? Die schreien ja auch immer wieder... Was ist das? Die schreien ja auch immer wieder von wegen, ich brauche Heilmittel und sowas. Ach, da hinten, warte mal, da ist auch was Blaues. Da drüben. Da gucken wir jetzt mal. Da schauen wir jetzt einfach mal gerade. Da kann ich noch anspringen, oder? Oh. Hi. Ja, Überlebender gerettet. Das ist natürlich ziemlich nice für so XP. Kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Hier, nimm das. Oh nein! Nein, sorry! Wir haben den gerettet, wir gehen. Lalalala. Wir haben den niemals gesehen. Ups. Ja, das wollte ich nicht.
Das wollte ich wirklich nicht. Ich wollte eigentlich F drücken. Also nicht F, sondern nehmen drücken. Und habe dann aber statt F E gedrückt. Und E ist treten. Das war diesmal wirklich nicht der Plan. Nicht so wie mit dem Feuer. Ups. Ja, kann man nichts machen, ne? Passiert. Da hinten ist aber... Okay, da hinten ist aber hier schon mal UV-Licht. Da könnten wir... Oh, hin. Jetzt können wir uns abrollen. Perfekt. Jetzt war es nicht zu tief. Und da müssen wir hin, da ist aber auch Licht. Oh, shit. Der Ort sollte also verlassen sein. Oh, shit. Ich weiß aber nicht, wann sie zurückkommen. Okay, nice. Wir können uns dann den hier vorne einfach gerade mitnehmen. Komm, wenn wir schon hier sind. Ja. Ja, beginn. So, komm schon, komm schon. Jetzt geh hoch. Oh Gott. So. Wir gucken mal gerade. Fertigung. Fertigkeiten. Ach, hier haben wir ein neues Upgrade. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hierfür brauchen wir 180 Gesundheit. Theoretisch gehen, wenn wir jetzt hier reingehen, könnten wir... Warte, wie viel haben wir denn jetzt? Wo war es nochmal? Wo stand nochmal die Gesundheit? Hier 160. Also, okay, wir bräuchten also noch eine Stufe, sprich Stufe 4. Dann hätten wir 180 Gesundheit. Und dann könnten wir damit den Dropkick freischalten. Das, darauf freue ich mich. Gut, die Jagd ist vorbei. Genau, dann gehen wir mal darüber. Das ist doch direkt hier, ne? Ja, 80 Meter. 80 Meter. Da hinten ist auch wieder UV-Licht. Jo, okay. Wieder mal rumschreien hier. Ruhestörung. So, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, das ist aber auch schon wieder so einer. Da kann ich auch nicht hoch. Dann gehe ich mal gerade hier rum. Boah, die sind an jeder Ecke, ne? Ist quasi unmöglich, den auszuweichen. Bei solchen Passagen. Oh, shit. Aber hier geht's hoch, oder? Ja, hier geht's hoch. Komm schon. Lass dich ja, nicht sehen. Oh. Okay, hier hätten wir auch UV-Licht. Dann, perfekt, sind wir jetzt auch da. Barnis Versteck. Dietrich. Gut. Da sind wir drin. Ach, guck mal, das ist sogar hier. Kann ich da nochmal drauf zugreifen? Ja. Sehr nice. Respawned. Jetzt haben wir auch hier die ganzen Waffen. Jetzt können wir die nehmen. So, können wir auch mal Licht anmachen, ne? Jetzt brauchen wir eine Flasche. Also da ist auf jeden Fall ein Versteck hinter. Untersuchen. Dieser Ort ist ein Saustall. Ja. Was sind da... Sind noch Kisten dahinter? Da waren wir aber nie, ne? Bei diesen Kisten. Ich glaube, da wollten wir mal hin. Und dann haben wir das hier entdeckt. Egal, gucken wir mal da rein. Hä? Ach, hier. Das ist das. Irgendwas. Okay. Jetzt wissen wir schon mal mehr. Was zum Teufel? Oh, fuck. Das ist Menschenhaut. Hakon, ich habe das Tattoo, das sie Lukas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Was? Ja. Oh, ich kotz gleich. Hau sofort ab da. Wir sagen es Eto und... Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich. Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Hurensohn. Darf ich den endlich vermöbeln? Na, du hast eine coole Waffe, die will ich gleich haben. Auf den Hintern. Oh. Was? Oh, das ging aber schnell. Aufhören!
Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Bist du bescheuert? Ja. Er haut uns übers Ohr. Diese verdammte Pilger will uns drankriegen. Wovon spricht er da, Aiden? Ich hab den Beweis gefunden. Zwischen deinen Sachen versteckt. Beweis? Wofür? Du hast Commander Lucas die Tätowierung aus dem Arm geschnitten. Nach seinem Tod? Oder war es noch davor? Du hast sie doch nicht mehr alle. Das habe ich nicht getan. Du vielleicht nicht. Aber dein wahnsinniger Bruder... Barney ist kein Psycho. Wir haben nichts mit Lucas Tod zu tun. Ich gehe zu Aether. Ich habe den Beweis, nach dem er sucht. Aiden, wir waren es nicht. Niemand im Basar wird dir das glauben. Woher stammt diese Tätowierung dann? Woher stammt dieses Stück Haut dann, Sophie? Was, wenn es uns untergejubelt wurde, um uns reinzulegen? Schon mal daran gedacht? Wer sollte das tun? Und warum? Um alle vom tatsächlichen Mörder abzulenken. Wer profitiert denn am meisten von Lucas Tod? Wer profitiert am meisten? Wenn es für dich so einfach war, hier reinzukommen, dann hätte das auch vor dir jemand tun und das hier platzieren können. Das ist egal. Das ist egal. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Aether. Warte! Bitte. Aether interessiert sich nicht für die Wahrheit. Ihm geht's nicht darum, den wahren Killer zu finden. Er will nur einen Grund, um den Basar überfallen zu können. Das geht mich nichts an, Sophie. Nein. Du wirst aber Blut an den Händen haben. Das Blut von Unschuldigen. Da will uns jemand etwas anhängen. Jemand Cleveres. Aiden, wir sind keine Sadisten, die Lucas häuten würden. Und das weißt du auch. Ich weiß, dass ihr die Picards loswerden wollt. Ja. Und wir werden sie los. Aber nicht wie Psychos und Mörder, Aiden. Glaub mir. Das ist ein Komplott. Ich werde dir helfen, ins Stadtzentrum zu kommen. Versprochen. Wie denn? Indem wir das größte Problem dieses Landes loswerden. Die Picards. Das hört sich gefährlich an. Wir haben uns schon lange darauf vorbereitet. Ich werde dir alles erzählen, wenn ich bereit bin. Bleib am Funk, Aiden. Zeit, hier für ein paar Veränderungen zu sorgen. Was soll man dazu sagen? Ich werde ein bisschen Chaos machen hier. So, wir gucken mal ganz kurz. Hier war nichts weiter irgendwie. Achso, das sind die Flaschen. Da komme ich nicht rein. Ah, guck mal hier. Hier haben wir den ganzen Kram. Hä? Nee. Das irgendwie ist da noch ein Geheimgang. Keine Ahnung. Ist genau daneben. Es wäre hinter dieser Tür wäre das theoretisch. Achso, das ist einfach nur irgendein Gekritzel. Ganz, ganz komisch. Gut, von oben glaube ich kommen wir dann nicht hin. Was ist denn hier los? Ja. Nee, dann lassen wir das erstmal. Jo, warten Sie auf Sophies Anruf. Ich glaube, wir gehen dann nochmal rüber in, hier, Moment. Erstmal Tagebuch. Genau, das ist nur diese, hoppala, das ist nur diese Quest, die wir gerade haben. Wir haben voll viele Waffen hier, die können wir eigentlich mal alle irgendwie loswerden. Ja. Können wir, oh. Okay. Fettes Teil. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zum Basar oder schlaf mal da oben, wenn wir da hinkommen. So. Oh, warte, das könnte reichen. Nein, das reicht. Oh doch. Boah, jetzt habe ich auch gerade gedacht, das reicht nicht. Okay, da müssen wir ein bisschen mit Gewichtsverlagerung arbeiten. Uah. Nee. Da können wir uns festhalten, okay. Eigentlich ja gar nicht so verkehrt, ne? Oh, Bienen. Und Blümchen. Wobei wir echt ordentlich Heilmittel haben, ne? Wenn wir mal schauen hier. Da. Arznei. Können wir aber nochmal zwei machen. So, warum nicht? Gut. Ach, hier muss ich noch anmachen. Okay, hier, stimmt, hier waren wir auch noch gar nicht.
Macht natürlich Sinn. Nightrunner Versteck, Sicherheitszone. Erstmal einen Niggerschen machen, würde ich sagen. Schlafen gehen. Jo. Perfekt. So. Gut. Was ist denn da schon wieder los? Immer dieser Krach. Was stimmt denn nicht mit denen? Tagebuch. Waren sie auf Sophies Anruf? Da hinten. Oh, warte mal. Da können wir doch theoretisch, wenn wir hier ranspringen. Und fast sterben, kommen wir da ran. Nice. Plündern Sie Handwerksmeister-Ressourcen. Einzigartige Ressource. Kurze Tarnhose. Ja, mega. Oh, warte mal. Ist hier noch ein... Aha. Dann gönnen wir uns doch mal. Da steckt wieder eine Grafikkarte. Militärtechnologie. Artefakt. Kram. Oh, wie komme ich denn hier runter? Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich probiere es jetzt einfach daran. Jo. Oh nein, jetzt habe ich losgelassen. Okay. Zum Glück haben wir das gelernt, diese Fähigkeit, sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Sieht schon fies aus. Das sieht schon fies aus. Boah, drei Schläge und ich habe keine Ausdauer mehr. Oh shit. Na, ah, schau mal ab hier. Okay, da haben wir... Hä, was zur Hölle? Was macht der da? Der Hammer ist absolut grottig, den werde ich sofort loswerden. Damit will ich nicht hantieren. Nein, danke. Auch wenn der ganz gut... Ach, guck mal, wenn ich FFF drücke, dann bin ich viel schneller. Der macht zwar gut Schaden, aber... Ach, so war das. Okay, das war das mit dem Boost. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Mit dem E, das hatten wir auch noch gelernt. Aber da muss ich auch noch üben, wie das funktioniert, genau. Was haben wir denn da? Da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwas zu holen, zu machen. Oh. Yo. Aiden, hier ist Sophie. Komm zum Bazar. Wir halten einen Kriegsrat. Bereit, mich ins Stadtzentrum zu bringen? Ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Beeil dich. Oh. Mach mal Licht an, hier ist ein bisschen dunkel. Na? In der Arsch und du Penner! Jetzt hab ich dich noch! Oh, nochmal! Jo. Oh shit, achso. Oh, komm schon. Warte mal. Einmal kurz heilen, bitte. Was ich mich jetzt gerade frage, wenn ich mal so einen Blocker mache. Da frage ich mich, ob die Waffe dann auch Schaden nimmt. Auch wenn ich blocke. Schweinchen in der Mitte. So, und ein neuer Haarschnitt für dich. Oder auch nicht. Jo. Sehr schön. Ach so, genau. Jetzt wollte ich schon wieder abhauen. Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich wieder ein paar Banditen vermöbeln darf. Hoppala, das war ein bisschen zu viel. Ach, guck mal. Ist sogar schon die richtige Ecke. Jetzt haben wir es. Was ist denn das? Tischbein. Toll. Und dafür fast draufgehen. Für ein Tischbein. Und ein bisschen Mehl. Wo sind wir denn überhaupt? Ach genau. Die hat ja Bescheid gesagt. Dann gehen wir da auch direkt hin. Wären wir sogar richtig gewesen mit dem Bazar. Hab ich mir schon gedacht. Irgendwo nochmal ein Bandit?
Wo? Da drin? Nee. Normalerweise ist Hemmstoff immer so 60 Meter weg. Vielleicht ist es da hinten das. Ja gut, das wird da hinten das sein. Na, guten Tag. Ich muss mal kurz durch. Oh, was ist denn das? Werkstatt. Oder das hier. Das könnte es natürlich auch sein. Na, hallo? Du willst mich noch veräppeln. Was zum Teufel? Zeit, den Müll rauszubringen. Wie gefalle ich dir jetzt? Das ist denn Scheiß. Ist ein bisschen eng hier. Keine Chance, du Bast. So, neue Frisur für dich. Hey. Oh, der ist schon hinüber. Oh. Ja, das war etwas überraschend, dass das jetzt so locker flockig ging. Ich dachte, wir brauchen noch ein, zwei Schläge. Ach, da hinten wollten wir rüber, genau. Nee, warte mal, wir wollten da rein erstmal. So, einmal nach oben. Ah, guck mal, da ist auch so ein Dicker wieder drin. Das wird nicht ohne sein. Unbekannter Ort. Das ist aber auch wieder randvoller Zombies, ne? Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir das mal probieren sollen. Ich meine, ich glaube, da waren wir sogar mal drin. Da ist nämlich auch dieser Turm. Ich meine, da waren wir einmal drin. Unbekannter Ort. Da geht's noch irgendwo hin. Da ist ein... Moment, wir gucken mal gerade, wie viele Fässer da drin. Wobei, der hat ja auch... Nee, komm, das lassen wir erstmal. Ich weiß, dass der auch am Anfang kaum Schaden bekommen hat, auch durch so eine Explosion. Lassen wir das erstmal. Genau, da können wir nochmal jederzeit zurückkehren. Jetzt gehen wir erstmal zum Bazar und sprechen mit Sophie. Wie ich immer die Zombies wecke, ne? Für die gibt es keine Chance auszuschlafen. Für die Nacht. Ach, da sind wir ja schon. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser... Ein bisschen. Das Schlimmste ist, dass die Ausrüstung weg ist. Du hättest es nicht schlimmer gut fassen können. Du hast gut... Okay. Wo ist sie denn überhaupt? Ach, da oben. Ja gut, dann gehen wir da jetzt hin. Allerdings gerade mal hier hin. Wir haben ja so ein paar Sachen zum Verkaufen. Genau, erstmal das hier. So, diese unteren Dinger. Das 28 kann weg. 27 hau ich raus. Die sieht ziemlich nice aus. Das Sichtbein ist gar nicht so schlecht. Vom Schaden. Ja, wunderbar. Können wir so lassen. Achso, hier Wertsachen. Guck mal, da kriegen wir wieder ordentlich was zusammen. Na gut, wir sind ja auch ziemlich sparsam. Wir kaufen ja nur hier Vorräte. Kaufen wir die Teile mal gerade. Genau, Drähte brauchen wir auch. Und Elektrik. So, dann einmal Fertigung. Ne, nicht Fertigung, Quatsch. Ne, einmal hier Inventar, genau, da gehen wir drauf. Das können wir modifizieren, genau. Machen wir auch. Haben wir auch ordentlich Teile für. Hier haben wir sogar nochmal Inferno. Ja, komm, direkt mal rein damit. Warum nicht? Aber dann können wir das doch hier bestimmt auch machen. Ja, guck mal. Aber dann würde ich das mal gerade lassen. Ziemlich geil. Aber ich glaube, erst ab Blau, ne? Sind, ja, ich glaube, erst ab Blau kann man modifizieren. Hi. Lass mal ganz kurz gucken. Upgrade. Inferno. Hast du ein Inferno-Upgrade? Hier, Inferno. Können wir sogar kaufen? Ja. Ja, komm, dann
Achso, mittlere Maustaste. Und dann brauche ich mir nochmal 5 Proben extra. Okay, ja, dann reicht mir das aber schon. Ach Quatsch, war ja nicht beim Kaufen. War ja hier, so. Genau, schafft. Inferno einmal rein. Hier dasselbe. Oxidationsmittel brauchen wir jetzt nochmal. Kaufen. Hast du was da? Nee. Hast du nicht, okay, gut. Ja genau, dann sprechen wir jetzt als nächstes mit Sophie und damit geht's dann weiter. Erinnerst du dich an letzten Sommer?